Okay, also, ich erkläre euch jetzt 21-Day-Fix-Programm. Das Programm besteht aus einerseits Training, andererseits Ernährung. Und das Besondere an dem Programm soll sein, dass es eben ganz leicht ist nachzuvollziehen und durchzuziehen. 21-Day heißt also, dauert 3 Wochen, 21 Tage und man muss jeden Tag eine halbe Stunde trainieren. Gut. Fangen wir mal mit dem Training an. Training, es gibt 7 Workouts, die sind auf den DVDs. Das sind die DVDs. Und 7 Workouts auf 2 DVDs sind hier drin. Und dann gibt es jeden Tag ein anderes Workout. Und diese Workouts sind sehr anstrengend. Man kann sie teilweise, hat man Schwierigkeiten, sie durchzuziehen, aber sie sind wirklich super, sie sind kurzweilig und trainieren den ganzen Körper, alle möglichen Aspekte. Also ich fand die Workouts super und kann sie inzwischen auch gut durchziehen. So, jeden Tag halbe Stunde Workout. Für die Workouts braucht ihr Hanteln, also schwere, die sind jetzt 4 Kilo und leichte sind bei mir 2,5 Kilo. Leichter sollten die Hanteln meiner Meinung nach nicht sein, sonst macht es keinen Sinn, sonst ist es nicht anstrengend genug. Essen. Und das ist jetzt das Kompliziertere, weil wir wissen ja, Essen ist beim Abnehmen viel wichtiger als das Training. Prozent 70-30 ungefähr. Da gibt es diesen 21-Day-Eating-Plan. Das Wichtigste sind allerdings diese tollen farbigen Boxen. Die teilen sich auf in verschiedene Nährstoffe, die man jeden Tag zu sich nehmen soll. Und je nachdem, wie viel man wiegt, darf man mehr oder weniger essen, ist ja klar. Das Grüne sind Gemüse, ist Gemüse, das Rote sind Proteine, Lila ist Obst, Blau sind gesunde Fette, Gelb sind Kohlenhydrate und Orange sind Samen und Salatdressings. Dazu gibt es noch einen Teelöffel, den ja jeder zu Hause hat. Deswegen brauche ich den jetzt nicht extra zeigen. So, und jetzt, wie machen wir das? Ich habe zum Beispiel ausgerechnet, dass ich mit meinen etwas über 60 Kilo ungefähr 1200 Kalorien essen darf. Und dieses, wie man das ausrechnet, und den Plan gibt es hier drin. Das ist hier. Und 1200 bis 1500 Kalorien bedeuten 3 grüne Boxen am Tag, 4 rote Boxen am Tag, 2 lilane Boxen am Tag, 1 blaue Box, 2 gelbe Boxen und 1 orange Box. Und dann kann man sich überlegen, wie man es aufteilt mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und zwischendrin irgendwelche Snacks. Aber Achtung, ich kann hier nicht irgendwelche Kohlenhydrate reintun und hier nicht irgendwelche Proteine. Also die Kohlenhydrate müssen spezielle Kohlenhydrate sein. Und welche das sind, steht ihr auch drin. Und dann geht man hier in der Mitte des Buches auf die entsprechende Seite. Da ist jetzt zum Beispiel die gelbe Box, Yellow Container auf Englisch, claro. Da steht dann drin, welche Sachen man reinfüllen darf. Und je weiter oben, desto besser. Also hier steht an oberster Stelle zum Beispiel Süßkartoffel, das heißt, ich kann hier Süßkartoffeln voll machen für mein Mittagessen und es dann essen. Okay, und genau das gleiche hier mit dem hier, mit dem roten, das sind ja Proteine, da habe ich meistens Joghurt morgens gegessen oder Quark, Magerquark natürlich, oder Hühnchen kann man da reintun oder irgendwas natürlich ohne Fett. So, und dann gibt es, das sind die wichtigsten Sachen. Also daran muss man sich einfach halten und dann hat man echt gute Resultate. Wichtig ist eben auch, dass man sich daran hält, dass man nicht schummelt. Hier haben wir die Rezepte, ein paar Rezepte, auch ein paar Rezepte für Süßigkeiten. Das ist nämlich das Ding, wenn man sagt, oh, ich brauche unbedingt ab und zu mal was Süßes oder ich muss unbedingt ab und zu mal ein Glas Wein trinken, dann kann man so eine gelbe Box dadurch ersetzen. Und zwar einmal die Woche. Also du kannst einmal die Woche ein Glas Wein trinken und dann darfst du eine Kohlenhydrate-Box weniger essen. Oder du darfst einmal in der Woche Süßigkeiten essen, halt nur was da drin steht. Und dann auch eine Kohlenhydrate-Box wenig. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr muss man darauf nicht achten.
Und jetzt zeige ich euch einfach mal so ein Beispiel Mittagessen. Was besteht aus? Ein bisschen Fett natürlich, aber ich habe da nur genommen eine gelbe Box, eine orange, rote Box und eine grüne Box. Was das ist. Und man denkt, das sind so kleine Boxen, da passt ja nicht viel rein, aber in Wirklichkeit ist es echt eine ganz schöne Menge. Ich hole es mal her. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt die Boxen befüllt und zwar mit meinem Mittagessen. Und zwar habe ich hier einmal Linsen gekocht. Die sind leider ein bisschen matschig geworden, aber nur, dass man es mal sieht. Die mache ich jetzt hier mal so drauf. Dann habe ich hier einfach gemischtes Gemüse, Brokkoli, Karotten, das Blumenkohl, ein bisschen anderen Weißkohl, Zwiebel und Knoblauch war da drin. So. Und ich habe das einfach mit Salz und Pfeffer gewürzt und Brühe, Gemüsebrühe, Bio. Und hier ist ein Hühnchen, eine Hühnchenbrust, ist ungefähr eine große Brust zerschnitten. Und das ist jetzt ein Mittagessen. Ja, ich mache es mal noch so ein bisschen schön auseinander. Und das ist, ich zeige es mal vor. Also, jetzt muss man sehen. Also das ist echt nicht wenig. Und das ist ein Mittagessen. Und ich habe jetzt gerade mal eine rote, eine grüne und eine gelbe Box verbraucht. Ja, und jetzt nochmal zu diesen Boxen und dem Set. Das kostet, wenn man es über Beachbody bestellt, 70 Euro insgesamt. Das finde ich echt viel Geld. Aber gut, ich wollte es halt ausprobieren, habe ich auch gemacht. Dann kann man es, glaube ich, bei Amazon billiger bestellen. Oder man kann sich einfach nur diesen 21-Day-Fix Eating Plan runterladen. Dann einfach eingeben bei Google PDF 21-Day-Fix Eating Plan PDF Download. Dann kommt da eigentlich ein Link, wo man das runterladen kann. Hat man das schon mal, muss man nichts für zahlen. Dann kann man nur die Boxen bestellen bei Amazon. Die kosten dann vielleicht so 8 Euro, so Fake-Boxen. Und dann kann man, wenn man möchte, einfach jeden Tag eine halbe Stunde trainieren im Fitnessstudio. Ja, gutes Training ist schon wichtig und die DVDs. Aber ja, also viel Spaß dabei. Ich finde es ein super Programm und wenn ihr Fragen habt, ruft mich an.